Yo, moin und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt euch vielleicht schon immer mal gefragt, welche Sniper ist eigentlich die beste Sniper in Warzone? Dann seid ihr auf jeden Fall genau richtig. Wir werden heute die 5 Sniper bis aufs kleinste Detail miteinander vergleichen. Und wenn ihr euch wundert, warum ich gerade nur 5 sage, für mich zählt eine Sniper wirklich nur als Sniper, wenn sie One-Shot in den Kopf ist. Mit anderen Worten geht es heute um die Ryotech, die AX50, die HDR, die K98 und die SPR. Am Anfang werde ich mal noch so ein bisschen meine persönliche Meinung zu den ganzen Snipern sagen und zum Ende hin werden wir natürlich nochmal die ganzen richtigen Stats miteinander vergleichen. Ich glaube, die Ryotech ist die Sniper, die am wenigsten gespielt wird. Ich persönlich konnte mich mit der Waffe aber auch nie wirklich anfreunden. Sie geht halt extrem langsam in Scope, sie hat ein sehr, sehr komisches Recoil-Verhalten und irgendwie funktioniert die Waffe eher am besten, wenn man so ein bisschen DMR-mäßig damit spielt, indem man sprayt. Ihr merkt es auch schon an der Anzahl der Clips, ich habe damit nicht so gerne gespielt. Gehen wir mal lieber direkt zur nächsten Sniper, der HDR. Da sieht es clip-technisch aber noch schlimmer aus. Am Anfang von Warzone hat eigentlich so gut wie jeder die HDR gespielt, aber mit der Zeit wurde es irgendwie immer weniger und jetzt ist es eigentlich eher so eine Camper-Waffe geworden, sage ich mal. Sie ist zwar sehr stark vom Schaden her und du musst eigentlich auch kaum drüber ziehen auf Distanz, aber sie ist halt auch sehr, sehr langsam. Und ich persönlich mag es auch viel, viel mehr mit einer schnellen Sniper zu spielen. Und ja, das war's mit den HDR-Clips. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Snipern, die deutlich interessanter sind. Fangen wir an mit der AX50. Die AX50 war eine Zeit lang in Warzone mit Abstand meine Lieblingssniper. Ich habe mit der wirklich ultra gerne gespielt und habe nicht umsonst ein Klassensetup dazu hochgeladen. Ich fand, die AX50 war immer so ein perfekter Mix aus der HDR und der K98. Die HDR war halt so richtig langsam, aber hat viel Schaden gemacht und die K98 war richtig schnell, aber hat zu wenig Schaden gemacht. Und die AX50 war irgendwie so ein perfektes Mittelding. Wenn man damit viel gespielt hat, wusste man eigentlich ziemlich gut, wie weit man vorziehen muss oder wie weit man drüber ziehen muss, wenn die Gegner halt auf Distanz sind. Die Vorteile sind auf jeden Fall, dass du relativ schnell in Scope gehst, du musst nicht ganz so weit drüber ziehen und sie macht aber noch einen vergleichsweise hohen Schaden. Digga, er ist verrückt. Oben ist ein Heli, Bro. Snipe ihn wieder raus, komm. Ich sehe, nicht. Shieldbreak auf den einen. Hab er knockt? Oh. Nice, let's go. Ich hab den Fahrer genockt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Ja, der ist an der Garage, genau da. Da war ein Triple Colette! Da war ein Triple Colette! Nein! Es ist ein bisschen warm hier. Da hinten wird eine gekauft. Drücke vor! Einer finished. Einer noch? Down. Police. Ey, was mache ich hier gerade mit den Gegnern? Alter! Imagine! Und sie hat auch einfach einen richtig geilen Bauplan. Aber auch bei der AX50 habe ich jetzt ein bisschen an den Clips gespart, einfach weil ich schon so viele Clips in dem Klassen-Setup-Video benutzt habe. Die Waffe ist auf jeden Fall richtig stark. Wenn ihr aber viele Clips sehen wollt, kommen wir nun zu K98. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist die K98 in fast jedem Punkt die schnellste Sniper in Warzone. Und das ist natürlich ein richtig großer Vorteil, wenn man richtig gut snipen kann. Man kann damit in kurzer Zeit wirklich richtig, richtig viele Gegner töten. Und wenn man damit auch ein bisschen spielt, kann man auch relativ gut einschätzen, wie weit man auf Distanz drüber ziehen muss. Aber das ist natürlich mit den anderen Snipern um einiges einfacher. Aha, ich habe auch noch ein Dröhnchen. Liegt noch eine Platte bei mir auf dem Weg. Habe ich mir genommen. Ich knock mal kurz ein. Oh. Einer knockt. Noch einer knockt. Knockt. Macht er da? Hab einen knockt. Hab noch einen knockt. Nein, Shieldbreak. Nein. Das wäre so schön gewesen. Das wäre so ein schöner Clip gewesen. Nein. Hey, Digga. Hab wipe. Ja, hier hinter dem Stein. Hab ihn knockt. Habt ihr. Schön. Einer kommt jetzt, boah, nice. Einer kommt jetzt ganz links. Links von dir, Floyd. Links von dir noch. Der andere. Wipe. Schön. Du Shop. Hab ihn. Boah, Schmacker. Warte, ich hab noch einen Airstrike, ne? Ich kann. Wo soll ich hinsetzen? Rechts von mir. Wow, sit down, der Bro! Beste. Was macht er? Hä, versucht er auf mich zu schießen? Auf Wiedersehen! Natürlich. Klick! Oh mein Gott! Jordan! Go! Ach, schade. Er hat Klaus schon, glaube ich. Stun mal. Hab einen Stun, ja, easy. Komm. Ach, Digga. Hab einen. Ja. Nein, scheiße.
What? Er will pushen. Hab ihn. Ey! Muss ich mir angucken, wenn die so gut lacht. Ich hab ihn gefinisht. Da ist noch jemand. Ja, er wird mich ficken jetzt gleich. Nein. Phil land auf mir. Er fickt mich. Hol dein Stuff und dann wird's kommen. Hab ihn. Nein, er hat einfach die ich hab grad einfach gehört, wie einfach die Controller weggelegt hat, ohne Kommentar. Er hat einfach die Controller weggelegt. Ja, wirklich genauso. Hab er knocked? Sind die alle unten? Ja. 90 lädt nicht nach, wenn die Animation fertig ist, ne? Du musst so lange warten. Wow. Ich hab den Colette gegeben. Echt? Ja. Mein Gott. Was hab ich gerade gemacht? Ich hab das ganze Team so gewiped mit zwei Schuss. Was? Da ist ein Heli, komm, lass uns raussnappen. Channel. Cheat Frag. Cheat in. Tot. Nice, das geht gut gemacht. Und von links werden wir auch noch angehittet. By the way, die K98 auf dem Boden, die kann man nicht mit der Loadout K98 vergleichen. Also allein schon dieses Visier mit diesem komischen Pfeil. Wer spielt sowas freiwillig? Wenn ihr die K spielt, ändert auf jeden Fall das Fadenkreuz. Und ich meine sogar ich als einäugiger Pirat bin damit abgegangen. Ja, also frag nicht wieso. Frag bitte nicht. Jungs, die werden gerade von einem Piraten gesniped. Ist es euer Ernst? Ich geh dahin. Schon wieder? Nein. Nee. Kommen wir aber nun zur letzten und neuen Sniper, die SPR. Als die SPR neu dazugekommen ist, war sie wirklich so geisteskrank stark. Da gab es wirklich keine zweite Meinung, das war definitiv die beste Sniper. Als sie nämlich neu rauskam und du alle Aufsätze hattest, musstest du einfach gar nicht vorziehen. Egal wie weit der Gegner entfernt war, du musstest nicht vorziehen. So wie im Multiplayer quasi, du konntest auf 250 Meter auf ein bewegendes Objekt genau auf den Kopf ziehen und abdrücken. Du musstest nicht ein bisschen vorziehen oder so, die Kugel ist wirklich direkt in seinem Kopf eingeschlagen. Noch dazu ist die extrem schnell in Scope gegangen. Sie hatte den meisten Schaden und hat auch noch richtig schnell repetiert. Also sie war einfach mit Abstand die beste Sniper. Nach einer Woche ungefähr wurde die SPR aber extrem genervt und das nicht nur einmal, sondern sogar zweimal. Danach habe ich die Waffe extrem aus den Augen verloren, weil sie ja halt doppelt genervt wurde und dann war es einfach nicht mehr so nice. Oh, du arme Sau. Habt ihr alle? Oh mein Gott. Cheap back. Ja, schön von drei Seiten. Ich bin knock. Ja, warte kurz. Rechts, Marcel. Ja, rechts, zieht mich, rechts. Hab ihn. Nice. Hab einen. Ja, gut. Hab noch einen. Wichtig. Danke. Die waren wirklich komplett auf mich gefokust, so bad. Ja, self-revive. Du. Jetzt hab ich sie aber mal wieder ausgetestet und die Clips, die jetzt folgen, sind vom heutigen Stand. Ist auf einer close, Leute. Knockt einer. Okay. Einer war noch close. Ja, das hier. Den Klaus. Hier einer. Lifehack. Ja, das ist der letzte. Ja, bitte wieder. So, fährt ein Sniper, Floyd. Ich hab den gleich. Baite den nur. Hab ihn. Auto. What? Als ob die noch so weit schießen kann. Oh mein Gott! Alles gut. Yippie! Knockt wieder. Ja, Digga, die SPR ist immer noch krank. Also wie ihr merkt, die SPR ist nach den zwei Nerfs immer noch eine sehr, sehr starke Sniper. Jetzt haben wir aber genug persönliche Meinungen rausgehauen und auch genug Clips von den ganzen Snipern gesehen. Also bis auf die HDR und die Rytec. Kommen wir aber nun zum Vergleich der richtigen Stats. Hier seht ihr jetzt quasi eine Tabelle mit den Stats der Sniper mit den richtigen Aufsätzen. Ich würde sagen, wir fangen mit der ADS an, also mit der Aim-Down-Zeit, quasi wie schnell man in Scope geht, was für mich sehr, sehr wichtig ist, wie gesagt. Da ist die Rytec auf jeden Fall mit Abstand die schlechteste. Danach kommt natürlich, wie bereits erwartet, die HDR und ganz knapp daneben sogar die AX50. Die SPR geht nach dem doppelten Nerf jetzt auch relativ langsam in Scope, aber immer noch am zweitschnellsten und natürlich am schnellsten die K98. Bei den beiden Punkten ähneln sich die Sniper eigentlich relativ. Bei der
Geschwindigkeit mit der Waffe ist tatsächlich sogar die SPR am schnellsten. Die 4 Punkte sind jetzt auch nicht so wichtig. Ein wichtiger Punkt ist dafür aber natürlich die Kugelgeschwindigkeit. Da ist mit Abstand die Ritec am schlechtesten. Vielleicht könnt ihr jetzt langsam verstehen, warum ich die Waffe nicht spiele. Die HDR ist wie bereits erwartet mit Abstand am besten und danach kommt auch schon die SPR. Achso, falls ihr vielleicht nicht versteht, warum die Kugelgeschwindigkeit so wichtig ist, das ist quasi ein Faktor dafür, wie weit ihr vorziehen müsst auf Distanz, wenn ein Gegner sich bewegt. Also umso schneller die Kugel ist, desto einfacher ist es logischerweise. Jetzt wird's aber am interessantesten. Der Schaden der Waffen. Erst einmal vorab gesagt, ein Gegner hat mit Full Shield 250 Leben. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Die AX50, die Ritec und die HDR brauchen, wenn man nicht auf den Kopf schießt, 3 Kugeln, um den Gegner zu töten. Und die Stats verändern sich bei allen dreien eigentlich so gut wie gar nicht auf Range. Also egal, wie weit der Gegner entfernt ist, eigentlich braucht man immer 3 Kugeln. Und jetzt wird's nämlich sehr interessant, denn die SPR und die K98, von der man eigentlich denken würde, dass sie nicht so viel Schaden machen, die machen nämlich bei unter 60 und bei der SPR sogar bei unter 74 Meter 154 Schaden auf den Oberkörper. Also mit anderen Worten ist der Gegner mit 2 Schüssen tot. Also macht die SPR und die K98 auf relativ Close Range sogar mehr Schaden als die anderen 3 Sniper. Sobald der Gegner über 60 bzw. über 74 Meter entfernt ist, fällt der Schaden aber um einiges runter. Ich würde sagen, wir machen nochmal zum Abschluss ein persönliches Ranking. Auf Platz 5 wäre bei mir die Ritec. Ich mag es wie gesagt gar nicht damit zu spielen. Es ist halt eher so eine Spray-Sniper. Und sie ist halt generell extrem langsam. Auf Platz 4 würde ich die HDR nehmen. Das liegt nicht daran, dass es eine schlechte Sniper ist. Auf gar keinen Fall. Die HDR ist extrem gut, um auf weite Distanzen zu snipen. Aber ich bin nicht so der Fan davon. Auf Platz 3 kommt meiner Meinung nach die AX50. Ich habe sie wie gesagt extrem geliebt. Aber die K98 und die SPR sind einfach derzeitig besser. Ja, und was ist die beste Sniper? Ich persönlich kann mich, glaube ich, einfach nicht entscheiden, welche Sniper besser ist. Die K98 oder die SPR. Beide haben halt so extreme Vorteile. Beide haben natürlich auch Nachteile. Die K98 ist halt ein bisschen schwerer zu spielen. Aber wenn du damit klarkommst, kannst du halt damit so unglaublich rasieren. Die SPR ist ein bisschen einfacher, aber ist trotzdem auch eine richtig starke Sniper. Ich kann es wie gesagt nicht sagen. Beide Sniper sind wirklich extrem stark. Was sagt ihr denn? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war's mit dem Video und haut rein. Ey, kann es sein, dass der Buggy ein bisschen schneller ist? Guck mal. Wow. Der zieht hier ordentlich. Den Arm ist mal erschaffen. Alter!